Wer denkt, die Bilder für diesen Beitrag seien inmitten einer urbayerischen Metropole wie Freising oder München entstanden, der irrt. Nein, allerlei Dirndl und Lederhosen gab es beim diesjährigen Frühlingsfest auf der Maximilianstraße in Speyer zu bestaunen. Doch wer die Speyerer kennt, weiß, dass Trachtenmode mitten in der Pfalz nur eines bedeuten kann. Ein neuer Weltrekordversuch. Natürlich soll dieser, wie auch schon im vergangenen Jahr, auf dem Brezelfest aufgestellt werden. Franz Hammer vom Verkehrsverein Speyer weiß da mehr. Es geht darum, dass in Nürnberg 2012 eine Polonaise gemacht wurde zu Fasching und das waren 2664 Teilnehmer. Wir möchten das dieses Jahr zum Brezelfest toppen mit mindestens 2665 Teilnehmern und jetzt kommt's natürlich in Dirndl und Lederhose. Gut, dass an diesem Sonntag das City-Modehaus Dämmer seine neue Dirndl-Kollektion vorgestellt hat. Zu bestaunen gab es Trachtenmode für Jung und Alt. Von Fashion modern bis hin zum traditionellen Dirndl war für jeden Anlass das Passende dabei. So konnten sich die Speyerer schon mal Inspiration für den bevorstehenden Weltrekordversuch holen. Exklusiv zum Frühlingsfest gab es sogar die neue Modekollektion des Schlagerstars Andreas Caballé zu bestaunen. Seine Trachtenmode soll gerade das junge und stilbewusste Publikum anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Motto lautet: Jung, fesch, Andreas Caballé, der eine ganz neue Kollektion auf den Markt bringt, die bei uns in Speyer ab Juli erhältlich ist. Los in die Hände! Ich bin so schön. Ich bin so toll, ich bin der Anzug. Um das Programm abzurunden, bot das Modehaus Dämmer den Zuschauern ein musikalisches Highlight. Nämlich Anton aus Tirol, der seinen gleichnamigen Hit auf dem Laufsteg performte und die Menge zum Jubeln brachte. Doch wie viele Dirndl braucht Speyer eigentlich für den Weltrekordversuch? Doris Dämmer fühlt sich gewappnet. Wir brauchen genau so viele Dirndl, damit wir den Weltrekord gewinnen, den wir sowieso gewinnen. Also wir müssen noch nachziehen, die reichen nicht, denn wir wollen aus dem kleinen Speyer ein riesengroßes Event machen. Eine Weltrekordstadt machen. Genau! Um die neue Weltrekordstadt Speyer auf den kommenden Versuch vorzubereiten, veranstaltete der Verkehrsverein schon einmal eine Probepolonaise, die vom Altpöttl aus durch die Maximiliansstraße zog. Das war ein kleiner Probelauf, dass die Leute sich vorstellen können, was am Brezelfest Samstag auf sie zukommt. Ab jetzt heißt es Daumen drücken oder noch besser, am 12. Juli 2014 kurz vor 17 Uhr zünftig in Dirndl oder Lederhose auf der Maximilianstraße erscheinen. So wird Speyer ganz sicher ein weiteres Mal den Rekord nach Hause holen.